Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Let's Talk Minecraft. Ja, ich würde sagen, wir machen gleich weiter, weil ich muss euch das jetzt ehrlich sagen. Diese Aufnahmezeit. Ratet jetzt einmal, wie viel Zeit vergangen ist, seit ich die Aufhörtaste gedrückt habe. Vom vorigen Video, vom ersten Teil. Ein paar Sekunden. Also haben keinen Zeitverlust, es geht gleich weiter. Und ja. Machen wir weiter bei unserem Glasdachprojekt. Und ich muss wirklich meine Kohle verschwenden. Echt schade. Sonst wird das nie mehr was mit dem Glas. Weil man kann nie genug Glas auf Vorrat haben. Glaubt es mir. Es geht nicht. Naja, wobei man kann eigentlich. Wenn man eine Kiste voll hat. Ah ja, da muss ich an etwas Unlustiges denken, was ich in einer anderen Datei vor kurzem gemacht habe. Ich habe das absolut Bekloppteste getan. Ich habe eine ganze Kiste, also eine große, keine kleine, also doppelt so viel wie dieses Inventarleistchen da, voll mit Steinspitzhacken gemacht. Das ist so extrem viel, das kann man nie als verwenden. Ich meine, das ist ja krank. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also wenn ihr mal länger spielt, dann müsst ihr euch wirklich denken, wie bekloppt ist der Typ denn? So viele Steinspitzhacken kann man ja niemals aufbrauchen. Aber ich glaube, es geht. Wenn man die ganze Welt abbauen will. Jedenfalls, ich habe es getan. Macht es auch einmal. Es ist einfach nur krank und lustig. Ja. Ich könnte es auch euch in der 10er Jubiläumsfolge zeigen. Zeige ich euch die Kiste voller Picks. Dann könnt ihr mir das glauben, dass ich das wirklich getan habe. Also, ja, wir haben jetzt halt die 5er Jubiläum. Da habe ich jetzt doch nichts Spezielles gemacht. Ich habe jetzt einfach in so ein paar Sekunden, die jetzt seit dem 4er vergangen sind, entschieden. Nein, ich mache es erst beim 10er, dann beim 50er, falls ich es so lange überhaupt mache. Dann beim 100er, wobei ich nicht glaube, dass ich 100 Folgen schaffen werde, bevor ich einfach wieder den Bock dran verliere. Na, wobei, könnte ja sein. Ich meine, es gibt Leute, ich sage jetzt keinen Namen, aber Kronk, machen ja um die 1000 Folgen locker. Also, ich meine, 1000 werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil das ist doch ein bisschen übertrieben, aber. Ach nee, ich mache jetzt einfach keine Prognosen, ich schaue einfach, wie sie sich entwickeln. Wir sind erst bei Folge 5, also machen wir uns noch keine Sorgen über die Zukunft. Ja. Ich würde sagen, unser geiles Haus ist fertig. Was machen wir jetzt? Ja. Ich baue das Feld. Ein Feld kann man immer brauchen. Die Hoe, die Zäune. Wie mache ich eine Tür? Mache ich eine Tür rein? Ja, ich mache als Tür eine Leiter. Habt ihr das schon mal gemacht? Das ist so lustig. Das ist echt arschlustig. Ja, Samen und Kartoffeln. Ach ja, entschuldige, falls ich euch zu viel fluche. Ja. Entschuldigung. Ja, mehr kann ich nicht sagen dazu. Ja. So. Toll, jetzt habe ich nicht dran gedacht, dass da eigentlich keine ebene Fläche ist. Das geht sogar. Kommt man so hoch? Nein, kommt man nicht. Machen wir da eine Leiter. So, jetzt kommt man ins Feld und raus kommt man ja auch leicht. Ja, so. Dann kann man so da hochgehen. Ja. Passt, wir haben unseren Feldeingang gebaut. Dann würde ich sagen, machen wir mal. Hallo. Machen wir mal die Feldzäune. Wobei, neuerdings ist es ja, glaube ich, so, dass man, solange was eingepflanzt ist, dass das Beet eigentlich nur schwer niedergetrampelt werden kann. Früher ging das ja urleicht, man musste eigentlich nur im Beet ankommen und das war manchmal schon einfach weg. Also, jetzt ist das, glaube ich, nicht mehr so. Jetzt, glaube ich, muss man drauf rumsprinten oder springen, dass das funktioniert, aber sicher, sicher, außerdem schaut es so schön aus. Ich überlege mir auch gerade was anderes. Könnt noch einen Balkon später bauen.
Das wäre auch kein allzu übertriebenes Projekt. Schön und nützlich wäre es ja auch. So könnte man ja wirklich mal machen, im Balkon. So. Also ich werde jetzt als allererstes einmal alle Kartoffeln einsetzen, weil, wie gesagt, ich finde, das sind die nützlichsten Esspflanzen überhaupt. Deswegen kriegen die jetzt Priorität von mir. Ach, egal. Zuerst gehen wir noch alles weg, was hier wächst. Und wenn wir später Hühner finden, können wir die irrsinnig vielen Samen, die wir auch wahrscheinlich mit der Zeit kriegen, eine Hühnerzucht anfangen. Jetzt zeige ich euch, falls ich mal Hühner finde, oder falls ich es euch unbedingt zeigen will, dann cheaten wir halt auch ein paar. Ist auch nicht so simpel. Auch wenn dann sicher ein paar von euch denken, ich wäre der absolute Cheater und sonst kann ich nichts. Ich muss ehrlich zugeben, ja, ich cheate eigentlich recht gerne, aber nicht immer. Manchmal geht es einfach schneller so, oder man kriegt Sachen, die man sonst nicht kriegt. Das dauert einfach zu lange. Da cheat ich halt hin und wieder, aber ich bemühe mich, während den Aufnahmen zu lassen oder halt extrem kurz zu machen, also wenig. Ich hoffe, ich kriege keinen Rückfall. Ich mache das jetzt wirklich, dass ich das ganze Feld benutze, weil mit der nicht mehr zertrampel-Regel, wenn ich vorsichtig bin, mache ich ja nichts mehr dabei kaputt. Und wir kriegen eine riesige. Hey, was soll das? Wir kriegen eine riesige Getreide- und Kartoffelausbeute. Bis auf unseren Ausgangsblock, den lasse ich frei. Da hüpfen wir ja drauf. Wird man das jedes Mal zertrampeln? So. Das ist unser schönes Feld. Jetzt muss das Zeug halt nur noch wachsen. Und das, meine Freunde, kann dauern. Und es wird wahrscheinlich auch ewig lang dauern. So. Und jetzt machen wir was? Wir gehen in die Mine. Haben wir viel zu lange nicht mehr gemacht. Steine kann man immer brauchen, vor allem für Werkzeuge. So, ich lasse das Schwert dir bei der Hand. Müssen wir nur einmal kurz der Maus bewegen, dann haben wir schon unser tolles Steinschwert in der Hand. So, und ich muss jetzt aufpassen, weil ich kann hier dann noch ziemlich gut sehen, wenn es eigentlich auf der Aufnahme stockdunkel wird. Deswegen sollte ich aufpassen, dass ich halt genug Fackeln setze, dass ihr auch was sehen könnt. Weil es ist ja fad, wenn ihr nur seht, dass ich irgendwas tue, aber nicht erkennt, was ich tue. Das ist fad für euch. Das habe ich auch bei den Testaufnahmen gesehen. Man sieht es recht gut noch am Bildschirm, aber Aufnahme absolut schwarz. Ich habe mir eigentlich jetzt schon Gedanken, wie ich die Folgen nennen soll. Die Vierer und die Fünfer. Irgendwo ist Lava. Ah ja, da ist die Lava. Dieses Glück ist die Lava. Das macht ein ganz charakteristisches Geräusch. So, jetzt muss ich vorsichtig runtergehen, nicht, dass ich gleich vor lauter Euphorie in die Lava hüpfe. Das wäre auch nicht so lustig. Ja, weil dann passiert auch dieses mit mir. Das ist weg, bin ich. Das will ich vermeiden. Deswegen sage ich, wir bauen unseren Lavasee dazu. Hätten uns ein bisschen Glas. Ich hole Glas, dann verglasen wir zum Teil die Lavaoberfläche. Das wird krass. Dann haben wir diesen Raum, da von unten die Lava nach oben raufleuchten. Mann, das wird krass aussehen. Und jetzt wird schon wieder Nacht. Aber nein, ich gehe jetzt nicht jagen. Hey, wir haben kein Glas mehr. Ach so, nein, wir haben eh noch Rot. So, jetzt habe ich leider mein Schwert nicht bei der Hand. Aber wir haben es auf dem Nummernblock 8, da kommen wir auch recht schnell ran.
eins sein muss. Weil das mit den Nummerblöcken könnte ich euch auch mal erklären, aber. Schon der Lavasee ist zu seicht, dass wir Lava-Spots machen könnten. Wir müssen weiter ins Zentrum, wenn wir dann bauen möchten. Falls überhaupt da tief genug ist. Probieren wir es mal da. Ja, da ist es tief genug für den Spot. Also das Prinzip von einem Lava-Spot ist, unten ist Lava, dazwischen ist Glas und wir können über die Lava hatschen, das leuchtet uns von oben an. Ist ziemlich cool. Seht ihr dann, wenn ich den restlichen Lavasee zugemauert habe, dann wird es hier, bis auf das, was aus dem Lava-Spot rausleuchtet, logischerweise ziemlich finster. Ah, und ist so in der Stein ausgegangen. Ich sage, machen wir da weiter. Und ich weiß, dass da hinten Kohle ist, aber ich will, bevor ich das hole, den ganzen Lavasee trocken legen. So, Sicherheitsvorkehrung halt. Ja. Ah, gut, jetzt ist unsere Holzpick hier nicht. Die hat mich eh schon in letzter Zeit ziemlich genervt, weil, ihr müsst wissen, ich mag keine Holzwerkzeuge. Die sind wirklich nur für, direkt gleich fürs Einsteigen. Und ich will die so schnell wie möglich loswerden. Nur verschwenden will ich sie auch nicht einfach irgendwo weghauen und dort liegen lassen. Das ist wiederum Verschwendung und das will ich auch nicht machen. Ach, was soll's. Ich hole mir die Kohle und dann gehe ich nach oben. Und dann gehe ich hier an, es ist Nacht. Ist lustiger. Und auch spannender, ehrlich gesagt. Also, warte, wo ging es jetzt nochmal hoch? Ah, das macht mal Kohle. Egal, die hole ich mir später. So, da ging es hoch. Was ist jetzt los? Also, ich bin in die falsche Richtung gehüpft. Ja, das soll auch hin und wieder vorkommen. Keine MVP in der Nähe. Sehr schön. Ich nehme ein paar Ofenkartoffeln mit. Das werden wir während der Jagd Hunger kriegen. Also auch ein bisschen was zum Banken haben. Ich dachte, das ist ein Enderman, aber das war noch nicht gut. Wow, shit. Alter, ernsthaft, musste das sein, du blöder Creeper? Naja, wenigstens hat er unser Feld nicht kaputt gemacht. Dann schauen wir mal, ob unser Loch, das der uns so netterweise dann die Erde reingekommen hat. Herrgott, die Aufnahme ist schon wieder vorbei. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, meine Uhr spinnt wirklich ein bisschen. Nun ja, was soll's. Gehen wir zurück ins Haus. Und aus die Maus. Okay, da rein war es echt schlecht, aber was soll's. Also dann, ciao. Bis zum nächsten Mal bei Let's Talk Minecraft.